Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy mit dem Lizard Boy. Es ist nicht mehr Schlipper Boy, es ist jetzt Lizard Boy. Wir sind oben im Ravenclaw-Gemeinschaftsraum, wieder zusammen mit der Lucy. Hallo. So, erstmal ja schön Apfel. Herrlich, Junge. Ist auch geil, dass er in der ganzen Welt einfach alles nascht, was irgendwo rumsteht. Ja, vor allen Dingen auch in so alten Ruinen und Türmen oder so, was da schon so gefühlt 100 Jahre rumliegt. Ja, genau. Und auch irgendwelche, auch alles trinkt, so, was irgendwelche Leute halt nicht mehr wollten. So, ach komm, hier, kannst du abräumen. Nee, da kommt der Lizard Boy und nimmt nochmal einen Schluck. Der alte Räudige. So, okay, Freunde, letzte Folge haben wir neuen Spruch gelernt, neue Sprüche. Und jetzt muss ich noch Defindo lernen bei Professor Sharp. Und das kann ich jetzt direkt machen. Ich muss erstmal die Tränke brauen und dafür muss ich nach Hogsmeade. Zum Glück habe ich die Lucy mit am Start. Ich wäre wahrscheinlich wieder sonst wo umhergetingelt und geguckt, wo ich diese Tränke herkriege. Aber ich kann sie einfach brauen. Mit Anleitung. So. Kriege ich das aber bei den Schriftrollen oder... Ich glaube, im Tränkeladen. Im Tränkeladen, okay. So, mal kurz gucken. Skeltchen, hier, J. Pippins. Vorhin ist mir noch so ein bescheuerter Witz eingefallen, wo mal das Wort Muggel fiel. Und zwar, weißt du, wie man den Menschenhandel von... Nee, nicht den Menschenhandel. Ach, Mann. Wie war das? Irgendwie, wenn man Nicht-Zauberer über die Grenze bringt oder so? Weißt du, wie man das nennt? Wie? Ach so. Ich glaube, ich habe schon gecheckt. Das ist so bescheuert. Warum muss ich jetzt so lachen? Muggelschmuggel. Der Muggelschmuggel. Der Muggelschmuggel. Ich habe jetzt gerade schon wieder seit... Was reiße ich hier eigentlich jedes Mal? Ach, ich reiß hier gar nichts um, ich laufe einfach gegen. Du stößt ja noch jedes Mal so den Fuß an diesen Kesseln. Ja, ich dachte, ich hau da jedes Mal seine Töpfe um, aber danke ist nicht. Danke für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Mir habe ich doch gern gemacht. Übrigens noch mal eine kleine Info, liebe Freunde. Am 24. März startet Resident Evil 4. Na, die ersten drei Teile haben wir schon gespielt. Checkt das gerne aus. 24. März geht's los. So. Perry Pippin. Wie kann ich heute behilflich sein? Perry, du kannst mir behilflich sein mit deinen Rezepten. Scheiße, ich habe ja gar kein Geld mehr. Ich muss erstmal hier... Und ich habe viel bessere Ausrüstung noch. Okay. Wird das erstmal... Ich muss auch hier noch das aufdecken. Jetzt erstmal den ganzen Kram hier verkaufen. Zack. Das behalte ich. Och, nicht wieder so eine bescheuerte Mütze, ey. Junge, Junge. So. Das ist besser. Oh. Warte mal. 54, 51. Ja, dann verkaufe ich. Ist aber trotzdem... Hat einen höheren Verkaufswert. Stimmt. Ist auch ja. Stufe 2. Aber egal. So, verkaufe ich das. Zack. Das kannst du noch haben. Und die Handschuhe kannst du haben. So, und dann muss ich den Rest unbedingt mal aufdecken. So, sieht doch wieder ganz gut aus. Was hast du denn hier? 1200 Mark willst du haben für so ein scheiß Rezept? Alter, das... Junge, dem geht's richtig gut. So, was haben wir hier? Rezept-Fokustrank. Donnerboy. Alter, da... Mein Gott, da muss ich erstmal Kohle machen wieder. Kann ich gar nicht... Gut, kaufe ich erstmal das. Weise Entscheidung. Vielen Dank. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Du Penner. Okay, wie mache ich denn jetzt wir Kohle? Sehen uns wieder und du gibst noch mehr Geld bei mir aus. Na klar. Alter, 1200 Mark ist doch nicht wahr. So, dann mache ich erstmal nach Hogwarts in Raum der Wünsche und check mal meine Verkleidungen. Was ich da noch eingesammelt habe. Ey, ist doch nicht wahr. So. Identifizieren. Was haben wir hier? Alter. Blutrote Maske. Das sieht ja nicht schlecht aus. Ja, lass mal kicken.
Ausrüstung, zack. So. Verteidigung 58 und die Maske. Ach, wir haben die zweimal? Ach, witzig. Okay. Okay. Ein Traum. Ist, ja. Hier haben wir irgendwas noch. Aber das ist... Der ist auf jeden Fall besser. Das ist dann Level 24. Oh, come on. Kann ich nicht noch irgendwas machen schnell, womit ich... Mann, kann ich... Keine Ahnung. Kann ich hier dunkle Magie auf den scheiß Hauself oder so? Hör mal zu, ich brauche Punkte. Wie komme ich da jetzt ran? Das ist ja immer nur, wenn ich irgendwelche Seiten oder so finde, ne? Da kriege ich ja immer Punkte. Ja, oder wenn du Gegner besiegst, glaube ich, halt auch ein bisschen... Ja, die Frage ist nur, was geht jetzt schneller? Kriege ich Punkte, wenn ich so Flohflammen freischalte? Das ist eine gute Frage. Muss ich mal direkt ausprobieren. Ich finde das auch scheiße, warum muss denn der bei mir sauber machen? Der soll da abhängen, der soll sich irgendwie eine Playsy oder sowas erschaffen und eine Couch, der soll doch nicht sauer machen bei mir. Guck mal, hier kriege ich vielleicht Punkte für. So. Das bin Prinzip. Ich hatte ja das Glück, dass ich dieses Buch relativ schnell gefunden habe, ne? Oh Mann, ey. Ich habe da echt so eine Dreiviertelstunde vor so dieser Tür gestanden und versucht rauszufinden, wie dieses Rätsel funktioniert. Ach, oh Mann. Ich hätte bestimmt 3 Folgen oder so bei mir gedauert. Ich hatte dir dann damals ja noch geschrieben, so, boah, mal gucken, wie lange du für dieses Rätsel brauchst. Und da wusste ich noch nicht, dass es eben diese Lösung halt irgendwo zu finden gibt. Ja. Ja, ich dachte dann auch so, naja, als ich das gefunden habe, sie wird ja wahrscheinlich das hier meinen. Und dann, ja, hatte ich einfach Glück, dass es so schnell ging. Mhm. So, und ja, jetzt haben wir hier in der Mitte unten haben wir die 21, dann haben wir die 13. Heißt, wir brauchen noch nach Adam Riese 8. Und die Schlange haben wir da, die dreiköpfige, das ist 0, 1, 2, 3. Das heißt, wir brauchen noch eine 5. Und das ist 3, 4, 5, die komische Krabbe. Komische Krabbe. Hui. Kannst du haben. So, und dann oben haben wir eine 13. Haben wir noch eine 12. Dann diese Spinne, das ist eine 8, ne? Oder eine 9? Nee, ist eine 8, glaube ich. Das heißt, wir sind bei 4 und eine 4 ist der U. Nicht klar. Da drüben. So. Achtung, jetzt dieser Sound, der immer kommt. Das war gar nicht der, wo ich dachte. Es gibt noch so einen anderen Sound, der klingt übelst aus irgendeiner Stelle aus dem Film. Da kommt dieser Sound. Und der klingt 1:1 genauso. Okay. Weiß aber nicht, an welcher Stelle und welcher... Weihnachtsbaum? Geil. Ach, und deswegen konnte ich mir im Raum der Wünsche konnte ich mir ja auch so Dekorationen der Saison einstellen, ne? Ja. Bleibt die dann eigentlich? Ich glaube, wir hatten irgendwie das Halloween-Thema... bleibt die dann eigentlich auch? Also könnte ich jetzt auch schon zum Beispiel einen Weihnachtsbaum aufstellen, oder? Du kannst dir jetzt den Weihnachtsbaum, da du den gerade gefunden hast, kannst du den einfach da hinstellen. Ja, ne? Okay. Mhm. So, aber es gab jetzt keine Punkte dafür. Nee, leider nicht. Das ist ein bisschen blöd. Wahrscheinlich dann auch nicht für die Flohflammen. Komm, dann stürme ich einfach mal direkt raus und greife irgendwas an. Hier, guck mal. Der verbotene Wald. Also wenn es da keine Gegner gibt, dann weiß ich auch nicht. So. Jetzt bist du tatsächlich auch genau neben der Arena der dunklen Künstler. Okay. Komm hier, irgendeine so eine mickrige Pissspinne wird doch irgendwo rumrennen. Hallo. Gestatte mir dein Elend zu bitten. Irgendwo geht eine Party ab. Hallo, liebe Spinnen. Muss ich da echt reinrennen, ja? Wo war das denn gerade hier? Pläne müssen sorgfältig und strategisch durchdacht sein. Eine ist an Narrenbahn.
Ach, für die Kleinen gibt's auch nicht mal. Okay. Okay. Fuck. Du hast doch Nora Treffel befreit, oder? Confringo! Ein Wort der Warnung. Ich werde nicht die gleichen Fehler machen wie meine Kameraden. Oh, kriegt man. Man auch keine Punkte für? Oha! Wundert mich die auch gerade tatsächlich. Protego! Aber für die Große doch bitte. Du. Und vielleicht nur, wenn du das ganze Nest clearst, vielleicht? Alter, die kleinen Spinnen, wie die immer an mich ranspringen. Hört auf! Soll denn die Scheiße? So, erstmal hier die kleinen Pisser. Jetzt du, komm her. Scheiße. Ja, da haben wir es wieder. Keine Reichweite. Dafür ist sie zu groß. Confringo! Ins Händchen! Nope. So, 10 EP. Oh, das ist doch nicht. 20 EP. Ja! Nice. Ladies and Gentlemen! Level 24. Meinst du, wir sollen jetzt nochmal in der Arena vorbeischauen oder was? Könntest du machen, ja. Okay. Ich glaube, die Arena der dunklen Künste ist von der Deluxe Edition. Die hat nicht jeder, glaube ich. Ach, echt? Mhm. Das ist natürlich schön, dass ich das jetzt machen kann. Wo ist der Eingang? Ich glaube, da musst du irgendwie da rechts drüber fliegen. Ist auf der anderen Seite, glaube ich. Es gibt einiges an Beute in Cambridge. Lohnt sich immer. Aha. Ich glaube, ich habe was gehört. Oh, tschüss. Ich finde dich schon. Hallo? Expulso! Protego! So, ja. Confringo! Wie überall! Incendio! Du bist verdammt! Expulso! Idiot! Was passiert hier? Was passiert hier? Ja. Junge, du weißt gar nicht, wie der geschieht. Feierabend. Ich finde das ja immer so irritierend, wenn irgendwelche Gegner dann so die Stimme von Professor Fick haben. Ja, oder irgendwie so. Den habe ich auch schon tausendmal gehört, der Fick. Der hat, der spielt ein doppeltes Spiel. Aber sag mal, muss ich die Dinger hier kaputt machen oder wie komme ich da rein? Oder das hier anzünden? Ne, Dinger kaputt machen ist schon richtig. Hast du ja oben rechts diese Anzeige. Ach, ja. Das ist auch mein größter Feind, irgendwelche Anzeigen im Spiel. Bin ja auch bei The Witcher einfach ewig rumgesucht, bis ich dann gecheckt habe, ich muss einfach nur in diesen scheiß richtigen Bereich gehen. Aber naja, so. Revelio. Da oben, okay. Zack. Zack. Alles klar. Cool. Dann gehe ich da rein und werd mir nichts, dir nichts Profi. Kampfarena der dunklen Künste. Bekämpfe Wellen von Gegnern in dieser Kampfarena mit den unverzeihlichen Flüchen Avada Kedavra, Imperio und Crucio plus den Explosionsfluch Confringo. Zusätzlich zu ihren einzigartigen und verheerenden Effekten durchbrechen die unverzeihlichen Flüche alle Schutzzauber. Holy shit, ich habe ja auch schon ab und zu, ich muss gestehen, ich habe immer mal ein bisschen Hogwarts Legacy Content geschmult, nichts Story-Technisches, aber ich fand das so geil, die Videos, wo die bei Avada Kedavra einfach diese Aufladung deaktiviert haben und dann einfach am Stück jeden umgebracht. Wobei ich das sehr komisch finde, dass man, ja, ich muss kurz, oh, oha, es geht direkt los. Kann ich kurz noch, bitte Pause? Wobei ich das sehr komisch finde, dass diese unverzeihlichen Flüche wie Avada Kedavra und so, geht es eigentlich dabei darum, dass du die Gegner oder
generell irgendjemanden damit umbringst, weil mit den ganzen anderen Zaubern, ich bringe ja auch die ganzen Leute um, oder? Im Prinzip. Ja, das finde ich hier halt, also ja, also die sind halt, ne, unverzeihlich, weil halt du hast ja eben, ne, den Todesfluch, der, ne, Leute umbringt. Ja. Und dann eben diesen Folterfluch eben, der einem ganz starke Schmerzen zufügt und der Imperium macht ja, dass du jemanden unter deine Kontrolle bringen kannst, ne? Also einfach nur, weil du damit so, ne, krasse Sachen machen kannst, sind die halt verboten. Aber ja, das ist halt eigentlich so ein bisschen unlogisch hier in dem Spiel. Ne, du bist halt so ein 15-jähriger Schüler und du killst halt zig Leute. Auch mit deinen, ja, normalen Zaubern eben. Ja. So. Ja, am Ende, ich weiß gar nicht, gibt's, ich kenne mich ja mit dem Universum nicht aus, gibt's im Harry Potter-Universum noch andere Sprüche, mit denen man Leute direkt umbringen kann? Nee, ne? Es gibt nur Avada Kedavra. Ich glaube nur Avada Kedavra, aber gut, wenn man es halt so sieht, einfach wenn man der Logik folgt, ich meine, du kannst ja auch Feuer heraufbeschwören, damit kannst du ja theoretisch auch jemanden töten. Ja. Ja, also gibt sicher auch noch Sprüche, mit denen du Leute töten kannst, aber ich denke mal, da wird dann nicht so krass drauf eingegangen, damit eben dieser Todesfluch eben so krass wirkt, denke ich. Ja. Na, haben wir schon wieder ein Fehlerchen aufgedeckt, Mrs. Rowling. So, okay, wir haben sie. Wie, kann ich die jetzt schon wirken? Ja. Ah, ich kann die schon wirken? In der Arena jetzt kannst du die benutzen. Hm? Ach, stimmt, das hattest du geschrieben, ne? Du hattest geschrieben, glaube ich, dass man die auch nur in der Arena zaubern kann. Genau, das ist halt eben die Arena der dunklen Künste. Du kannst die jetzt halt eben hier benutzen. Später lernst du die auch normal, aber für die Arena hast du die quasi jetzt dann schon freigeschaltet, nur da drin. Ach, sehr krass. Oh, da juckt's mich ja. So ein bisschen zum Rumtesten schon mal. Ja, da juckt's mich ja, die INI-Einstellungen zu gehen und das Spiel ein bisschen zu manipulieren, sodass ich wirklich keine Aufladung habe mehr bei Avada Kedavra. Oder zack, zack. Okay, jetzt geht's ab, Freunde. Jetzt geht's ab. Avada Kedavra, ne? Das ist doch der rechts. Pass mal auf. Pass mal auf. Avada Kedavra. Boom, Junge! Geil, ich kann's. Alter. Sowas sollte ein 15-Jähriger können. Auf jeden Fall, dass ich mich überhaupt noch in der Schule blicken lassen darf damit. Okay. Ja, okay, das ist wirklich. Okay, krass, das geht ja wirklich lange auf. Ja. Nice, Freunde. Ich bin einfach die Todesmaschine. Lizard Boy. So, komm her. Zack. Jetzt Imperio, Junge. Jetzt tanz für mich oder so. Ja, der hilft jetzt so ein bisschen. Alter. Der greift seine Kollegen an. Ach, und zaubert auf seine Das ist ja geil. Oh, ich habe ja auch eine Zeit. Okay. Ich muss erstmal ausprobieren, Freunde. Das ist ja richtig cool. Oh no, verdrückt. Das war noch gar nichts. Krass, ey, cool. Cool, hör mal. Komm her, Junge. Und jetzt ein bisschen alte Magie. Boom, Junge. Junge. Fress das. Und du da oben? Oh nein, come on. Oh, verdammt, das lädt ja echt lange. Mann. Boom, Junge. Oder wie Voldemort sagen würde. Ja, stimmt. So, komm her. Werde abgeschlossen. Eine Erschwinderin. Ja, nicht etwa, dass ich gerade einen Avada Kedavra geflucht habe. Eine Erschwinderin. So. Ist das krass, ey. Alter, auch die Todesschreie die ganze Zeit, Junge. 15 Jahre, Junge. Verdammt, jetzt habe ich fast nichts mehr. Kurzio. Ein unverzeihlicher. Ist auch ein unverzeihlicher. Ja, ja. Wäre da mal heute nicht in die Arena gekommen.
nicht davon. Crucio. Gut, den hätte ich auch anders noch killen können. Imperium. Geht es darum, hier auch eine Bestzeit zu schlagen, oder ist es einfach nur... Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube nicht. Einfach nur die Wellen überleben. Soweit ich glaube, einfach nur überleben. Besiege Kobolde. Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Ja, ich habe aber auch die Todesmaske einfach auf. Mm. Oh, hallo. Wer seid ihr denn? Crucio, Junge. Jetzt. So geil. Nein, nicht auf ihn. Jetzt bringen wir es zu Ende. Alte Magie, Junge. Oh, 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 oh. Oha, oha. Rookwood verlieren nicht so leicht. Komm, trink. Zack. So, ach, da brauche ich ja wieder die Feuerzauber für. Was kann ich da hinten? Nein! Oh, kämpft. Hä? Warum kämpft? Hab ich das auf ihn gewirkt? Den Imperio? Egal. Oha. So. Scheiße. Nein, nein. Ich muss jetzt erstmal wieder... Komm, zaubert! Nein! Scheiße! So. Die drei Flüche gehen, glaube ich, auch durch jedes Schild durch. Ja, stimmt. Ach ja, stand ja da. Die Flüche gehen durch die Schilde durch. So, hier wird eine Menge weggeschluckt. Oh. Holy shit, okay, krass, geht ja doch ganz schön ab. Nein! Nein, verdammt! Jetzt. Oh mein Gott. Amen. Da drüben noch. Komm her. Junge, wie es hier abgeht. Nein! Verdammt. So. Na komm. Na komm. Potato, du. Komm, trink. Auf ihn. Ja, sehr schön. Ich werde nicht ruhen. So, ja. So, das war ja wahrscheinlich noch nicht die letzte Welle. Ist allein Ranrock schuld? Alter, okay, die dritte Welle und das ging schon ganz schön ab. Oh, hallo. Tschüss.
Oh, Hallöchen. Oh, yo, yo, nein! Oh mein Gott, oh mein Gott. Komm her. Komm, Pringo! Ah, nee. Haust du dich jetzt selber oder was? Nee, das beeinflusst ihn nicht. Komm, Pringo! Imperio! Ach, das war der Imperio. Ja, was machst du jetzt? Gar nichts. Okay. Komm, Pringo! Man kann mit dem Imperio-Flug bei Trollen später einen ganz guten kleinen Trick anwenden. Komm, Pringo! Du könntest jetzt, wärst du jetzt außerhalb dieser Arena, könntest du dich jetzt unsichtbar machen, an den lang gehen und einfach den Petrificus Totalus Zauber spammen, bis der tot ist. Ach so, weil er nichts macht, quasi. Genau, dann. Weil er halt nichts macht, weil er eben unter deiner Kontrolle steht. Und dich dann eben auch nicht aufdeckt, wenn du unsichtbar bist. Ja. Komm, Pringo! Das ist natürlich... Ah. Oh Gott! Nein! Ach, ich kann da noch mal. Verdammt, ich hab noch mal. So, komm jetzt her. Das hat man sicher bis London gespürt. Mhm. Letzte Welle. Okay, okay. Kann man diese... Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Oh, Junge. Kann man diese Arena eigentlich immer wieder machen oder muss man die nur einmal abschließen? Du kannst die immer wieder machen. Und die wird dann auch immer schwerer, wahrscheinlich. Nee, ich glaube, das bleibt immer gleich. Oh! Ha. Oh, zum Glück habe ich so viel Powertrank, ey. Junge. Ja, nee, Duell nicht. Nein! Yo! Ich muss erstmal wieder aufstehen. Oh Gott, oh Gott. So, das ist wieder schon aufgeladen. So, jetzt du. Und du. Ja, da geht aber mal auch wieder. Zack, Junge. Also, ich brauche das für die Schilder. Ich darf das nicht verschwenden. Dann kann die drei Flüche gehen durch alle Schilder durch. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, Hilfe! Schön, dass du mal vorbeikommst. Nein, nein. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Was? Expelliarmus, Angst vor Imperium. Expulso! Okay, wir haben wieder einen Abadakidawa. Ist der gerade noch für mich, der Boy? Wahrscheinlich schon. Ah, scheiße, egal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Gesammelt. So, komm her, Junge.
Schlag dich selber. Oh mein Gott. Ein Anhänger weniger, Renrock. Sieg! Da bin ich ja ein bisschen ins Schwitzen gekommen jetzt. So. Ja, die Arenen sind ein bisschen krass. Oh mein Gott. So, aber da steht ja jetzt auch, dass wir die abgeschlossen haben, bestimmt, oder? Ja. Perfekt. Ja. So, schön, sind wir wieder draußen. Oh, ich bin ein bisschen erleichtert, dass ich es geschafft habe, ey. Hätte mich sehr geärgert, wenn wir jetzt kurz vor Schluss irgendwie noch verreckt wären. So, hier haben wir gleich noch einen Ort der Macht, den nehmen wir doch mit. Wer hier wohl gelebt hat? Schwupp. Komm, trink! Okay, jetzt machen wir hier wieder ein bisschen Cheaten. Das ist genau eine Erwischung, wo es nicht geht. Verdammt. Ach hier. Okay. Descendo. Runter mit dir. Levioso. Kann ich das da? Ja, perfekt. Und jetzt? Levioso. Nee. Warte mal, was? Muss ich den Deckel wegräumen ganz, oder? Könnte sein, ja. Nee, fuck. Vingadium Leviosa. So. Ja, perfekt. Nur, was mache ich jetzt mit der Knochenkette hier? Sehr gut. Das sieht richtig aus. Ich lasse das jetzt erstmal hier. Da muss ich vielleicht in das Grab hier rein, aber... Ich kann das ja nicht öffnen. Was haben wir hier? Ah, vielleicht müssen die hier rein. Nee. Oh, habe ich den noch? Ja. Noch mehr Knochen. Ach, ist ein Traum. Ist noch weiter? Nee, das ist draußen. Ach, hier sind noch mehr. Okay. Ja, damit. Hier haben wir noch einen. Da ist was davor. Zack. Ah. Wenn Professor Fick das nur gesehen hätte. Ach, der alte Fick. Was der wohl gerade macht. Was habe ich denn da jetzt erweckt? Wow. Oh no. Komm her. Confringo. Komm ran, Junge. So, aber was mache ich jetzt mit den Knochen hier? Kann ich damit gar nichts machen? Vingadium Leviosa. Ist die einfach. Jo, hä? So. Also irgendwie sieht das nicht richtig aus.
Warum ist das da? Achso, weil manche irgendwie da oben hingebackt sind irgendwie. Nein! Muss ich halt wieder hoch, aber... Warte mal. Ach nee, Besen geht hier nicht? Okay. Wie komme ich denn dann jetzt wieder hoch? Ja, du brauchst die Knochen, um wieder rauszukommen. Nein! Das ist das Ding. Also, vielleicht könntest du es mit Akio versuchen und die halt so zu dir zu ziehen. Scheiße. Okay, ja, da muss ich wohl nochmal kleine Schnellreise machen. Hoffentlich ist das jetzt nicht wieder resettet, aber... Hattest du schon alle drei oder nur zwei? Ich hatte nur zwei, glaube ich. Okay. So, wo war ich denn? Nee, ich hatte drei. Scheint ja, nicht mehr da zu sein. Nee, dann ist fertig. Aber mit den Knochen kann ich ja noch irgendwas... Ach nee, die waren einfach nur, um rauszukommen. Genau, zum rauszukommen. Ah, die hätten okay. Dann so eine Treppe gebildet. Ah, okay. Gut. Okay, dann muss ich ja jetzt, was ich eigentlich wollte, Hogwarts. Raum der Wünsche. Nee, muss ich gar nicht. Ich hatte die Sachen ja schon. Ich muss nach Hogsmeade. Genau, du wolltest noch ein bisschen was verkaufen und noch ein Rezept kaufen, glaube ich. Genau. Sehr schön, es geht voran. Es geht voran. So, hier haben wir auch noch eine Kiste irgendwo. Ach, aber da komme ich bestimmt noch nicht rein, weil ich noch nicht Alohomora kann, richtig. Aber vielleicht habe ich ja auch schon genug Demi-Guys gesammelt. Wo geht's hier überhaupt rein? Ja, alles klar. Gut, dann holen wir erstmal den Kram. Ach, Quatsch. Nein. Zaubertränke. Hier haben wir hier Stufe 3, 2, Stufe 2. Okay, ich muss den Kram, ich muss die Demi-Guys abgeben. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Nee, ich bin ruhig, ich muss jetzt nur noch nach rechts. Nee. Hä? Warte. Hä? Ich bin vollkommen falsch. Ich muss... Im Zweifel markierst du auf der Map. Ja. Aber ich muss doch jetzt einfach nur in die andere Richtung. Ich schon, ja. So. 20 Stunden im Spiel, weiß immer noch nicht, sich zurechtzufinden. Zeit und Ärger erspart. So, pass mal auf. Du kaufst jetzt meinen Scheiß, Junge. So sieht's aus. So, das habe ich neu eingesammelt, ne? Mhm. Das sieht besser aus. So, dann... Ich brauche ja eigentlich nur 800, aber... auch noch einen besseren Schal. Oha! Stimmt, das war der ganze Kram, den ich... aufgedeckt habe. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis. Schaue ich doch nochmal schnell in die Ausrüstung. So, neuer Ach nee, das war... Nee, hier. So, neuer Schal, die kann ich dann verticken. Hier, das war genau. Das war's. Ich muss dann eben mein Outfit wieder ändern. So, erstmal, dass ich den ganzen Kram anhabe. So, ansonsten. Handschuhe habe ich nichts Neues und Masken war auch nur die eine. Okay. Wie kann ich heute behilflich sein? Mal so. Oh, Hut habe ich vergessen. Kauf den Rest. Jetzt gib mir den. Unsichtbarkeitstrank. So. Eine weise Entscheidung. Ja. Vielen Dank. Gerne doch. Arsch, ich komme nie wieder.
reiße ich dir nochmal die Töppe um zum Dank. So, auf nach Hogwarts. Wo war denn nochmal herkommen? So viel Zeit muss sein. Da. Nee. Da. Wobei ich ja Tränke auch beim. Warum soll ich denn. Warum gehe ich denn zu ihm im Unterricht? Ich mach doch einfach. Bei mir oben in der Bude habe ich doch alles. Achso, habe ich da auch die nötigen Stationen für? Ja. Ne? Die Station hast du ja. Kannst okay. du. So, hier kann ich erstmal wieder schön pflücken. So. Maximaltrank, da habe ich die Rezepte nicht. Unsichtbarkeitstrank. Dauert eine Minute. Und das Donnergebräu. Oh. Frucht der Schrumpelfeige. Ach du Scheiße. Da muss ich ja doch wieder dahin. Ah nee, aber das kriege ich doch. Kriege ich das von ihmchen hier? Die magische Rübe? Nee, oder bei ihr? Bei ihr kriege ich das bestimmt. Ja, bei einem von beiden kriegst du es auf jeden Fall. So. Dann flitze ich da nochmal schnell hin. So, wir haben noch 10 Minuten, Freunde. Das schaffen wir aber noch. So. So, bevor das wieder... Warte mal, was flog da gerade? Was flog da gerade? Aha! Oh ja. Zack. Macht die da? Beschaffe und teste einen Unsichtbarkeitstrank. Beschaffe und teste ein Donnergebräu gegen Gegner. Okay. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Vorsicht mit den Araunen. Ich habe sie noch nicht gefüttert. Servus. Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Ja, nicht das, was ich brauche anscheinend. Prima. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Da muss ich nochmal zu dem alten Zausel, aber... Der hatte, glaube ich, auch nichts weiter. Ich meine, der hat... Ich habe das in einer der letzten Folgen in irgendeinem Shop gesehen, in dem du warst. Schauen wir mal, ob der das hat. So. Moin. Ah, Sie sind's. Welch schöne Überraschung. Er hatte es. Perfekt. Perfekt. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Brauchte ich das für den Unsichtbarkeitstrank oder für den Donnertrank? Ich glaube für den Donnertrank. Ich habe es auch schon wieder vergessen. Weil ich hatte irgendwo noch eine Quest, wo ich einen Unsichtbarkeitstrank brauche für. Und da würde ich gleich zwei machen. Ja. Da nehme ich die jetzt einfach mit, ich weiß es nicht mehr. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. So, und du gibst mir jetzt auch noch dein Malvenkraut, du Penner. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Und, ja. Gut, Malvenkraut brauche ich vielleicht gar nicht mehr kaufen. Habe ich ja alles bei mir oben. Zack. Übrigens habe ich bei dir auch gesehen, deinen Raum der Wünsche, wie du den eingerichtet hast. Sehr hübsch, sehr hübsch. Also wirklich, da bin ich ganz neidisch. Hier, guck dir mal die Rumpelkammer hier an. Ohne Stil einfach hingeklatscht. Aber mache ich vielleicht nochmal eine Special-Folge, Freunde, wo ich nur einrichte und so, wenn ich dann halt alles gesammelt habe. So. Am Anfang bei mir aber auch so aus. Also ich hatte wirklich hier den ganzen Vorraum hier nur mit Tränkestationen und Pflanztischen vollgeklatscht. Und so wirklich schön gemacht habe ich den dann erst, als ich mit der Story durch war. Ja. Leviosa,
Ach ja, klar. So. Dann Donnergebräu. Es war tatsächlich der Unsichtbarkeitstrank, der schon fertig war. Aber da mache ich mir gleich noch einen. Nein, weil ich brauche... Jetzt brauche ich Knöterich. Alter, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Super. Ach, toll. Oh, ich liebe es. Zum Glück geht das ja recht fix. So, pass auf. Der hat aber jetzt keinen Knöterich. Ja, dann muss wieder zu der anderen laufen. Oh, ist ein Traum. Da. Wehe, du hast kein Knöterich. Hallo, bitte schauen Sie sich in Ruhe um. Perfekt. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Die Unsichtbarkeitstränke brauche ich doch eigentlich dann auch nicht mehr, oder? Weil ich habe ja auch den Zauber. Höchstens halt für irgendwelche anderen Quests. Ich habe die Tränke tatsächlich nicht wirklich benutzt. Hm. Außer in den Arenen. Da waren die doch ganz nützlich. Aber dann ja, auch nicht der Unsichtbarkeitstrank. Eher die anderen. Ach, der ist noch gar nicht fertig. So schnell sind wir gewesen. Na, ah, alles klar? Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Ach so, nee. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Nee, so dunkel fand ich das ganz gut. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, sehr schön. So. Danke. Den packen wir auch gleich ein. So, und dann suchen wir uns draußen mal einen Gegner. Und dann probieren wir den Scheiß aus. Und dann können wir zu Professor Sharp. Na komm. Danke. So, Weltkarte. Komm hier. Verbotener Wald ist doch immer gut. Den Spinnen folgen. So. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Ach, ein Lager. Das trifft sich doch ganz gut. Sollte ich das... Das ist dieses mittelgroße Lager. Bin ich schon drüber geflogen. Erstmal nehme ich vielleicht den Unsichtbarkeitstrank. Der ist hier. Es ist Flupp. Zu stehen und auf Rookwoods Befehle zu warten. Oh. Wow. Ich weiß auch nicht so recht, wofür der gut sein soll, ehrlich gesagt. Das war ja prima. Egal. Donnergebräu. Mir war, als bräuchte ich auch ein Donnergebräu für irgendeine Quest. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo auch eine Quest hatte. Egal. Das ist so brutal. Das ist so hart. So, okay, dann sippen wir den Scheiß mal. Darf nicht vergessen, ich habe keine Powertränke mehr. Also nur noch 4. Müsste auch noch reichen. Zack. Alter, was ist denn hier jetzt los? Wenn ich so unten auf die Minimap gucke, da sind dann ganz schön viele Gegner. Ja. War vielleicht gar nicht so clever. Ups. Komm her. Nein, nicht du. Oh. Hallöchen. Schau mal nach oben. Schau mal nach oben. Expelliarmus. Wo ist der hin? Komm her, Junge.
Zeit für alte Magie, Baby! Zack, zack, zack. Nichts unnötig. Feierabend. Protego, du kommst. Expelliarm, komm, trinken. Tamio, ganze Packung. Oh, da kommt noch mehr. Prima, prima. Incendio. Komm her. Zack. Nein! Ja, mach den bitte nur noch! Die haben es nicht anders verdient. Ups. Muss man auch mal überlegen, ja. Ich bin auch sehr brutal, aber das ist immer noch ein 15-Jähriger und die haben auch gar kein Problem damit, den anzugreifen und... Naja, seht ihr, was ihr davon habt. Ach, scheiße, ich hab den noch nicht. So. Schild. Oh, ihmchen noch. Das war's dann auch. Aber so was von. Jetzt gebt mir noch eure Scheißkiste und dann mach ich einen Abgang. So. Wo bist du? Zack, und damit haben wir das abgeschlossen. Sehr schön, Freunde. Aber die Zeit ist rum. Professor Scharf müssen wir nächste Folge machen. Sammeln wir mal noch den Scheiß ein, was hier rumliegt. So. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis morgen zur nächsten Folge. Ciao.